Volvo FH16750. Unter dem Globetrotterhaus verrichtet der leistungsstärkste Reihensechszylinder am Markt sein Werk. Mit 16,1 Litern und 750 PS schafft er das Top-Drehmoment von 3550 Newtonmeter bei 950 bis 1400 Umdrehungen. Trotz Höchstleistung ist Euro 6 mittels Partikelfilter, SCR, Abgasnachbehandlung und Abgasrückführung kein Problem. Mit allerlei Assistenzsystemen an Bord, vom vorausschauenden Tempomaten über Abstandsradar mit Notbremsfunktion bis hin zum Spurwächter, geht es auf die 155 Kilometer lange Teststrecke. Das Ergebnis: 86,5 Kilometer pro Stunde bei einem Verbrauch von 40,1 Litern je 100 Kilometer. An der 10 Kilometer langen Steigung vom Moseltal hinauf in den Hunsrück wirkt die Tachonadel auf der 89 wie festgewachsen. Zurückschalten ist nicht im Ansatz nötig.